Du hast sicherlich weniger Probleme, deinen Kopf durchzusetzen, wenn es um Dinge geht. Und hast vielleicht einfach auch eine, sagen wir jetzt mal, privilegiertere Stellung, was das angeht. Ja, sagen wir mal so, ich hatte das Glück, dass die Stoffe, die mir angeboten werden, oder wurden, dass die natürlich per se erstmal schon viele davon sehr interessant waren. Das war diese historische Stadt. Nico Hoffmann hat 8 Jahre zusammengewohnt. Wir haben uns immer für das Thema, also historische Stoffe, interessiert. Und so ist das an uns kleben geblieben. Und wir haben dann auch sehr früh angefangen, als dann Nico Teamworks hatte, und so eben diese historischen Themen aufzuarbeiten. Und das war natürlich ein Riesenglück für mich und natürlich auch als dramaliebender Regisseur ein gefundenes Fressen. Die Bücher waren meistens auch wirklich sehr, sehr gut von vornherein. Und das war einfach toll. Ich kann aber nicht sagen, dass das jetzt irgendwie nie schwer ist. Ich sage mal, ich bleibe meiner Meinung treu, so alle 5 Jahre kommt ein Buch vorbei, das ist ganz toll. Das hat bestimmte Umstände, das hängt damit zusammen, dass es ein bestimmter Autor schreibt, zum Beispiel, dass es ein historisches Thema ist. Der letzte war Spiegelaffäre, das ist auch schon wieder ein paar Jahre her, 5 Jahre davor war es Mogadischu. Und so ist es tatsächlich so ein 5-Jahres-Rhythmus, interessanterweise, und dazwischen muss man auch arbeiten, ist einfach so, man macht Filme, man sucht Stoffe und nicht alles davon, was einem angeboten wird, ist dann eben, erfüllt dann auch diesen Tatbestand, dass das eine ganz tolle Geschichte und ein preisgekrönter Film wird. Aber es ist auch, ich wollte nur gerade sagen, ich hätte da was wissen, weil es gibt auch, diese Branche ist wirklich knallhart. Wir haben jetzt, da uns jetzt Clemens, der kennt auch diese Geschichte, wir hatten einfach das Projekt bei Sat.1, ein Sechsteiler horizontal erzählt mit Henning Baum. Durch den Geschäftsführerwechsel bei Sat.1 wurde das jetzt mal knallhart, wir hätten jetzt eigentlich drehen müssen, jetzt im Juni mal kurzerhand abgesagt. So viel zu, wo ist der Mut, also was wollen die Leute? Klar, Geschäftsführerwechsel immer schwierig, weil dadurch setzt man erstmal alles in Frage, stellt man alles in Frage, was da vorher war. Was aber schade ist, das Projekt war gut, ich finde es nach wie vor toll, ist ein spannendes Ding, ist aber einfach mal abgesagt worden. Und zwar auch mit der Begründung, weil zum Beispiel Sat.1 wusste, ja, wir wissen jetzt gar nicht, wohin damit. Ja, ich sagte, ja, gut, okay, aber heißt, deshalb macht man es nicht. Und dann gab es noch so eine mediokre Mittelentscheidung, ja, wir machen mal 92er, könnt ihr das mal aus 92er machen? Und damit war das Ding eigentlich schon tot, weil das, erstens lässt sich das auf die Schnelle nicht umfrisieren, weil ich meine, 6x45 sind anders erzählt als 2x90. Und damit war das Ding tot. Also insofern die Frage, mir geht's gut, ja, mir geht's gut, ich erlebe sowas auch dauernd und ich, ja klar, es ist trotzdem ein sehr, sehr umkämpfter Markt. Und auch das spürt man, auch als Regisseur spürt man das. Die Autoren, ich finde manchmal sehr eindrucksvoll, was ein Sender zu leisten hat, weil ich habe für den SWR jetzt auch eine ganze Menge machen dürfen. Und ich merke natürlich auch, wie wahnsinnig der Druck ist. Die haben so viele Sendeplätze, die bedient werden müssen. Und das führt automatisch dazu, dass natürlich dann oft Bücher nicht im letzten Moment, will ich nicht sagen, aber unter hohem Druck in den letzten Wochen, Monaten entstehen müssen, weil es ja diesen Sendeplatz gibt. Und nicht jede dieser Entscheidungen und nicht jeder Weg, der da gegangen wird, ist gut, aber er ist manchmal unausweichlich, weil das Produkt kommt, das Ding muss stattfinden, der Tatort wird gedreht. Das ist ja das Tolle am Sender, dass man, wenn man da weiß, man dreht, dann dreht man da auch und nicht wie bei den Freien, das wird mal abgesagt oder mal verschoben. Aber ich muss wirklich auch eine Lanze brechen für doch sehr, sehr viele Filme, in die ich hineinschaue, die ich gucke von Kollegen und auch die wirklich, ich finde, das deutsche Fernsehen, das gibt schon was. Ich kann nicht sagen, dass das nicht gut ist. Es muss halt so wahnsinnig viel produziert werden, das ist klar, es muss so wahnsinnig viel gemacht werden und von 100 Filmen werden dann eben auch nur 20 sehr gut, 30 gut und den Rest hat man gemacht. Das ist einfach so und wir sehen es ja an selbst, was hier von Amerika bei uns rüberschwappt, das ist die Spitze des Eisbergs. Wir sehen von den 100 erfolgreichen Serien, von den 1000, die da drüben haben, vielleicht mal 10 oder 20, die ja rüberkommen und die sind erfolgreich, die finden wir auch geil, über den Rest spricht man nicht. Also ich denke, das System, in dem wir leben, ist immer darauf ausgerichtet, man muss probieren, man muss wagen, natürlich, das ist wichtig. Oft geht es schief, oft klappt es. Also ich meine, man kann es auch dummerweise, und das ist ja auch schön an dem Beruf, man kann es auch nicht vorherbestimmen und sagen, ja, wir setzen uns jetzt mal zusammen und machen jetzt den Mega-Film, der jetzt hier den nächsten Preis abräumt. Sowas kann man nicht planen.